Hallo zusammen, willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal den Geburtsbericht von uns, beziehungsweise von mir. Aber ich kann mich nicht an alles erinnern, deswegen ist Kevin dabei und unterstützt mich. Ich habe jetzt zu der Geburt von den Zwillingen auch ein bisschen was gevloggt. Das verlinke ich euch gerne, aber ihr habt ja nicht alles gesehen. Ihr könnt auch gar nicht alles sehen, das hätte YouTube sofort runtergenommen. Aber ich kann schon mal vorab sagen, das war eine traumhafte Geburt. Also ich fand sie wirklich traumatisierend. Ich fand sie wirklich schön. Dafür, dass es eine spontane Zwillingsgeburt war, war sie wirklich, wirklich schön. Und wir müssen anfangen am Donnerstag, Freitagnacht. Genau. Am 2. sind sie geboren. Am 1. hatte ich die ganze Zeit Wehen. Das heißt, am 30.11. müssen wir anfangen. Genau. Nachts. Genau. Vom 30.11. Donnerstag auf Freitagnacht war ich besser näher drin. Genau. Da hat sie nämlich kurz geweint, irgendwie albtraummäßig. Oh Gott. Ja, Violet ist dabei. Albtraummäßig war sie dann kurz wach und dann war Kevin zuerst drin. Und dann bin ich mit reingekommen. Genau, mit der Aussage. Ich habe gefragt, warum du wach bist. Ich habe wen. Los geht's. Aber hast du zu dem Augenblick gedacht, dass das echte Wehen sind? Weil ich hatte ja immer schon Übungswehen, Senkwehen und so. Nein. Aber die Wehen sind nicht weggegangen. Kleiner Spoiler. Die Wehen, die ich dann aber hatte, die waren nicht so stark, dass ich hätte nicht mehr schlafen können. Ich meine, dass ich nochmal kurz im Bett war und dann aber frühst runtergegangen bin. Also ich weiß nicht, ob du nochmal im Bett warst. Ich bin aufgewacht, du warst nicht im Bett. Ich bin runtergegangen und du saßt auf der Couch. Du lagst auf der Couch, hast geschlafen. Ja. Ich habe aber, glaube ich, vorher ein Video geschnitten. Ja. Ich kann mich nicht mehr an alles von dem Tag erinnern. Aber ich glaube, ich habe ein Video geschnitten und das war dann fertig. Und deswegen habe ich noch auf der Couch geschlafen. Genau. An dem Freitag, an dem 1., da war die Tagesmama auch geschlossen. Also die hatte eine Fortbildung. Genau. Deswegen war so näher zu Hause und ich hatte mich dann mit unseren Freunden verabredet zum Essen. Kevin hatte Homeoffice. Richtig. Und deswegen hat das auch gepasst, weil hätte ich mit den Wehen nicht mehr fahren können, dann hätte uns Kevin dann noch abgeholt von unserer Freundin. Richtig, ich habe dann so näher rausgeholt aus dem Bett. Ja, genau. Da du hast ihn dann fertig gemacht, du hast dich dann fertig gemacht. Und dann seid ihr früh los direkt und habt Brötchen gekauft. Genau, wir haben Brötchen gekauft. Und seid zu eurer Freundin. Ja, und da war auch ein Riesenbuffet. Ich habe ja an dem Tag auch gevloggt. Ich hatte so Lust zu vloggen. Da war ja ein Riesenbuffet, haben sie aufgebaut. Wir hatten dann die Brötchen mitgebracht und die Kinder haben dann noch zusammen gespielt. Wir waren auch relativ spät zu Hause. Also nach Sunias eigentlicher Schlafenszeit. Richtig. Ihr habt mir Fleischkäsebrötchen mitgenommen. Von Bäcker. Du hast gesagt, bring mir was mit. Ja, ich hatte Hunger. Passt. Ich habe dann bis gut 14 Uhr habe ich gearbeitet oder länger. Ja, in der Zeit hat Sunia halt auch geschlafen. Genau. Du bist dann währenddessen hoch ins Bett, hast geschlafen. Ja, und ich war aber so früh schon wieder wach, vor so näher, dass ich dann in eine Badewanne gegangen bin. Genau, du hast gebadet, um zu schauen, wie sich die Wehen verhalten. Ja, genau. Die liegen immer bei uns im Stubenbettchen. Wir haben sie jetzt extra eigentlich in die Küche gestellt, dass sie gut schlafen können. Aber heute ist irgendwie so ein Tag, wo sie nicht schlafen wollen. Hier auf dem Arm geht's. Unsere Eltern wollten regelmäßig Infos. Die sind regelmäßig geupdatet. Die waren ja auch mega aufgeregt. Ja. Die wollten ja alles wissen. Ist ja auch in Ordnung. Kevin hat dir dann später noch eine Gruppe erstellt. Wie bei Sonja. Genau, wie bei Sonja, dass einfach alle auf einmal geupdatet sind. Sonja wurde wach gegen 15 Uhr. Mhm. 15:30 Uhr vielleicht auch. Gegen 16 Uhr habe ich mit meinen Eltern abgeklärt, dass wir sie zum Schlafen vorbeibringen. Ja, obwohl es immer wieder hieß, von mir aus jetzt, ja, mal gucken, ob wir ins Krankenhaus fahren. Ja. Für Kevins Eltern war es klar, dass wir am Abend ins Krankenhaus fahren. Ich glaube, Connor muss her. Oh, der guckt aber ganz böse gerade. Wurdest du geweckt? Oh, Connor ist jetzt auch dabei? Ja. Wo sind wir stehen geblieben? Achso, ich habe dann gesagt, wir bringen sie vorbei gegen 17:30, 18 Uhr. Genau. Genau. Das ist ja dann auch genau ihre Schlafenszeit gewesen. Da hat der Vlog, den ich gemacht habe, ja dann auch geendet, wo du sie gerade fertig gemacht hast. Genau, davor haben wir alle geschmückt noch.
Ja, wir haben hier richtig schön weihnachtlich geschmückt. Das war mir so wichtig. An dem Tag war mir noch wichtig, die Swing to Sleep aufzubauen, die sie bis jetzt noch nicht einmal benutzt haben. Aber es war mir wichtig, die aufzubauen. Und dass wir weihnachtlich schmücken. Das wollte ich unbedingt, bevor die Babys kommen. Aber irgendwie war mir da zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, dass die Babys... Mir schon. ...kommen. Wirklich? Ja. Ich habe zu der Zeit... Ich müsste mal schauen, wann ich angefangen habe, die Wehen zu tracken. Aber ich 10 Minuten. Aber das war auch schon bei unseren Freunden früh so alle 10, 15 Minuten. Du wolltest lange alle 10 Minuten wehen. Ich habe da Pizza-Brötchen von meinen Eltern mitgebracht, weil du Hunger hattest. Oh, bin dann noch zu Edeka gefahren. Hab für Toasty-Burger. Toasty-Burger, weil du die auch unbedingt haben wolltest. Wurde gemacht. Ich habe mir 4 Dosen Red Bull geholt, weil mir klar wurde, die Nacht wird lang. Dann kam ich zu Hause an. Dann haben wir 2,5 Folgen Sam vs. Wild geschaut. Genau, das gucken wir im Moment jeden Abend eine Folge. Und da hatten wir dann 2 Folgen geguckt, weil Kevin vor Aufregung ja auch überhaupt nicht irgendwas anderes machen konnte. Wollte schon, ne? Ich war ready zum Losfahren. Er wollte für mich da sein, ja, aber ich wollte meine Wehen hier veratmen. Also ich bin ja sowieso mit dem Mindset ins Krankenhaus, wir gehen wieder. Ja. War's nicht. Naja, als der Wehenabstand so alle 4 Minuten waren, haben wir gesagt, okay, wir fahren. Du hast gesagt, du willst auch duschen. Genau. Kurze Diskussion später bist du duschen gegangen. Ich bin einfach duschen gegangen, ja. Ich wollte unbedingt duschen gehen. Ich habe die Sachen gepackt. Also du hast dich schon vorbereitet. Ich habe sie nur ins Auto geräumt. Du hast ja alles schon gepackt gehabt. Genau. Das Einzige, was gefehlt hat, ich hatte ja keine Kreishalttasche oder sowas. Das hatte ich bei Sonea. Ja. Da hatten wir sie nicht gebraucht. Deswegen hatte ich dieses Mal keine. Und du hast einfach alles in meine Handtasche geworfen. Und das Einzige, was gefehlt hat, war mein schwarzes Nachthemd. Das hätte ich wissen müssen, dass das nicht im Koffer sein muss zu dem Zeitpunkt. Ja. Weil ich wollte ja eigentlich da drin entbinden. Spoiler, ich war nackig bis auf BH. Aber der BH blieb an. Warst du? Ich war nackig bis auf BH. Ja, ich frage mich auch gerade, warum du... Achso, weil du baden gehen wolltest. Ich wollte eigentlich baden gehen, aber dazu kommen wir gleich noch. Gegen 21.45 Uhr sind wir ins Krankenhaus gefahren. Genau. Die Straßen waren noch relativ leer. Die waren komplett leer. Und da war der Wehenabstand 4 Minuten circa. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde es länger. Da wurde es dann länger. Wahrscheinlich, weil ich dann entspannt war oder so. Weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt passiert eh nichts. Jetzt passiert eh nichts. Ja, und dann kamen wir in den... Und das war dann auch, wo ich dann gedacht habe, oh nee, jetzt fahren wir da hin und jetzt habe ich wieder 10 Minuten, 15 Minuten Abstände. Das war dann so richtig... Nee, weiß ich nicht, das war mir dann so unangenehm. Da sind wir ins Krankenhaus rein, du hast im Kreislauf geklingelt. Hallo, ich hab Wehen. Das war so richtig unangenehm, Kevin schon so, oh. Weil ich dann so richtig so, hallo, ich hab Wehen. Und dann kamst du rein, ja, genau. Aufnahmezimmer. Ja, wir sind dann rein, dann hat sie erstmal meinen Mutterpass gewollt. Und dann gebe ich ihr die Hülle. Die ist leer. Die ist leer. Und Kevin dann schon so, was? Aber der war da drin, ich wusste, dass ich den in meiner Handtasche hatte. Ja. Dann hat sie geguckt, ich war ja erst 36 plus 3 an dem Freitag, wären ja dann Frühchen. Und dann hat sie erstmal geguckt, ja okay, wir gucken jetzt, ob das Wehen sind mit CTG und so. Und dann lagen wir wirklich eine Stunde am CTG. Ich habe ganz genau auf die Uhr geguckt, 22:35 haben wir angefangen und dann haben wir 23:27 geklingelt. Dass ich nicht mehr liegen kann, weil ich hatte ja dann auch die ganze Zeit Wehen und das war so unangenehm. Ich wollte mich auch die ganze Zeit bewegen. Bei Sonea du hast Bewegungsdrang gehabt. Bei Sonea wollte ich mich überhaupt nicht bewegen, aber da wollte ich mich die ganze Zeit bewegen. Und dann habe ich mich hingesetzt und das war dann auch schon besser. Die Wehen zu veratmen. Eine kurze Zeit und dann bist du losgelaufen im Kreis im Zimmer. Ja. Sie hat auch gesagt, wir sollen den Kreißsaal nicht mehr verlassen. Dürfen wir nicht mehr, ja. Also auch nicht zum Spazieren gehen. Als wir angekommen sind, waren wir bei ca. 4 bis 5 cm. Ja. Ja. Sie hat dann auch gesagt, als das CTG vorbei war, dass sie uns einen Kreißsaal richtet. Und deswegen mussten wir in dem Vorzimmer bleiben. Genau, genau. Sie hat uns gesagt, am CTG, ja, sie richtet uns einen Kreißsaal. Weil sie die Wehen immer häufiger kamen. Dann hast du, ich habe dich durchgehend massiert. Oh ja, oh, das war so eine Hilfe. Er hat immer, wenn er eine Wehe kam, hat mich so abgestützt und hat er meinen Steiß hinten
massiert, so richtig. Daumen links, Daumen rechts. Genau, das war so angenehm. Das hat richtig geholfen am Anfang. So, dann hat es 15 Minuten gedauert fürs Kreißsaalrichten circa, 10 bis 15 Minuten. Dann kam in den Kreißsaal. Schöner Kreißsaal. Ja, war schön. Bist du wieder rumgelaufen? Die ganze Zeit rumgelaufen. Sie hat uns dann auch Massageöl gegeben, genau, weil wir gesagt haben, das tut ganz gut, wenn er massiert. Roch auch echt gut. Und wir wollten dann eigentlich in die Wanne. Nee, du hast noch ein Ding ausprobiert. Oh, wie diesen, hieß das Ding? So ein Stuhl, wo du hoch und runter machst die ganze Zeit. Ah, oh, das wie so ein Petsyball halt. Ja. Und das war so unangenehm. Auf einmal kam dann die ganze Zeit eine Wehe, als ich da drauf saß. Ich habe mich erst drüber lustig gemacht und dann auf einmal, oh, tat das weh. Hab ich gesagt, nee. Ich glaube, sie kam mir dann auch nochmal rein oder eine andere Hebamme kam rein und hat gesagt, ja, das kann man auch so halt. Mit dem Ball machen. Das war unsere Hebamme. Das ja, ist halt und dann habe ich gesagt, oh nee, das machen wir nicht. Genau. Dann lagst du im Bett wegen Ultraschall. Genau, dann kam die Ärztin. Oh, das war auch eine junge Ärztin. Genau, dann hast du gesagt, du würdest gerne zum Baden, zu entspannen, baden. Mhm. Hat sie angefangen einzulassen? Das hat ewig gedauert, das Einlassen. Ja. Meine Güte, weil als die Badewanne dann fast ready war, hat sie dann ausmachen. Die waren dann fast ready. Da war 5 cm Boden bedeckt bei den Riesendingen. Und es ist aber schon irgendwie eine Stunde vergangen. Also ja. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Ab dann weiß ich auch langsam nicht mehr, was so passiert ist. Ich weiß noch, wie ich meine Hose ausgezogen habe. Da lag ich aber schon. Ja. Lag ich da beim Ultraschall? Oder lag ich da denn später beim CTG? Du standest zuerst. Ich stand ja zuerst. Zuerst haben sie gedacht, dass du im Stehen entbinden kannst. Dann wollten sie CTG machen im Stehen, was nicht möglich war. Das war nicht möglich. Erstmal, weil mein Bauch so der, das lag, die lag, so weit, lag so weit unten, dass sie das nicht so richtig dran bekommen haben. Sie hat ja extra auch den Gebärhocker da geholt und ja, genau, alles ausgelegt schon, weil sie gedacht hat, es geht bald los, aber das ging gar nicht. Die haben auch echt lang versucht, also sie haben es wirklich versucht, dass ich das machen kann. Weil ich gesagt habe, ich möchte mich eigentlich nicht hinlegen. Sie haben es echt lang versucht, aber das ist ja wichtig, dass man dann die Herztöne überwacht. Ja. Und deswegen lag ich dann am Ende doch wieder auf der Seite. Du lagst so halb auf der Seite. Zuerst kam der Blasensprung, das war im Liegen. Das war dann schon im Liegen. Rückenlage war das. Dann lagst du auf der Seite und sie hat dir dann zur Unterstützung oben war so eine... Das ging aber von 0 auf 100. Ja. Muss ich ehrlich sagen, ich habe mich hingelegt und auf einmal tat das so weh. Dann hat sie jetzt hier dann oben zur Unterstützung, da oben sind so eine Befestigungen, da machen die... So einen Haken. Tücher drum. Bei dem war kein Haken, oder? Doch, das war so ein Ring. Und da hat sie. Ja, da war Karabinerhaken oben dran. Da hat sie es durchgefädelt, dass sie sich dran festhalten kann. Oh, auf der Seite. Sie hat dein Bein abgestützt. Insgesamt waren wir 3 Stunden im Krankenhaus gemeilert auf die Welt. Genau. Dann ist es so abgelaufen, dass die Ärztin kam und der Oberarzt. Und hat Connor. Es war die Gefahr, dass die Plazenta wollte sich durchdrücken. Ich hatte halt quasi eine Plazentaablösung, weil normalerweise haben ja 2-eiige Zwillinge 2 Plazenten. Genau. Und die Plazenta ist aber zu 1 fusioniert. Es genau. War einfach nur noch eine Plazenta. Und weil sie schon draußen war, wollte sie sich halt dann ablösen. Und deswegen haben sie bei Connor die Blase platzen lassen. Die Blase platzen lassen, genau. Genau. Und ja, dann kam er auch in 2 Presswehen. Also sie kam in ihrem Geburtsbericht steht 1.26 Uhr. Im Kreißsaal hatten sie uns gesagt 1.24 Uhr. 25, glaube ich sogar. Und er ist geboren 1.35 Uhr. Also 10 Minuten später eigentlich. Ja. Ja, und dann, nach der Geburt, waren wir lange, sehr lange alleine. Und dann haben sie halt, irgendwann kamen sie rein, haben sie gefunden. Was ich noch sagen wollte, unter der Geburt, das wusste ich nämlich auch nicht mehr. Ich habe Kevin nach der Geburt gefragt, wo war Violet? Als ich Connor ach so, ja, die lag ganz oft, habe. Wo war Violet, habe ich gesagt. Ja, die hattest du im Arm. Ja, die lag ganz oft auf dir. Kevin hatte auch voll Angst, dass ich Violet zerdrücke, weil er meinte, ich hatte sie halt so im Arm und ich war ja so halb auf der Seite, halb auf dem Rücken und habe dann aber intuitiv mein Bein festgehalten. Das habe ich nämlich bei Sonja auch gemacht und hatte dann mein Bein
immer an mich rangedrückt bei einer Presswehe. Wie gesagt, sie kam ja schon in zwei Presswehen raus. Aber ich habe dann mein Bein rangedrückt und so doll gepresst, wie es ging. Und habe sie anscheinend im Arm gehabt, aber das wusste ich schon gar nicht mehr. Ich habe daran keine Erinnerung. Meine Erinnerung an den Moment kommt dann wieder. Ich habe immer nur so Schnipsel im Kopf. Als ich gesehen habe, dass Connor rausgeholt wurde und mir dann auf die Brust gelegt wurde. Ich sehe nur diesen Schnipsel in meinem Kopf, wie er mir halt gegeben wurde. An was anderes kann ich mich an dem Moment nicht erinnern. Ja, also wie gesagt, bei beiden ungefähr zwei Presswehen. Ja. Ich habe irgendwann nur noch gehört, okay, der Kopf ist da. Ja, ging schnell. Zack, zack. Und eigentlich hieß es, dass ich noch nicht auf 10 cm auf war. Was war das? Violet. Da hat sie dann massiert und losgeschrien vor Schmerzen. Oh, irgendwas hat sie gemacht, die da jetzt was aufgedrückt hat, so mein Muttermund. Oder ich weiß nicht, aber es hat so weh getan. Und dann habe ich nur gehört, okay, der Kopf ist da. Ja. Nach der Geburt waren wir lange alleine, sehr lange. Ja. Ich habe sie auch sofort auf die Brust bekommen zum Stillen. Genau. Dann wurden wir in ein extra Zimmer rübergeschoben, da war 3 Uhr morgens. Musste mir überlegen, die Kinder kamen um 2:30. Ich glaube, wir wurden um 3:30 erst weggeschoben. Jetzt sogar 3. Ich bin gelaufen. Du bist gelaufen, ja, genau. Dir ging's gut. Also ich lag noch so lange im Kreissaal, bis sie uns halt geholt haben. Im Block habe ich gesagt, es ist 3:30. 3:30 bin ich gefahren, glaube ich, obwohl. Nein, ich habe gesagt, es ist 3:30. 3 Uhr irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Gegen 3 Uhr, 3:30 waren wir drüben im Extrazimmer. Da hat sie für uns noch Frühstück gerichtet, mir einen Kaffee gemacht extra. Genau. Ich war fix und fertig, du auch. Was ich aber süß fand, als wir aus dem Kreis herausgegangen sind, hat die andere Hebamme auch gesagt, oh, die Mama läuft schon. Ja, genau. Wir waren beide fix und fertig. Wir haben beide viel geschlafen die Nacht vorher. Ja, aber mir ging's gut. Mir ging's wirklich gut. Ja, und dein größter Bedenken war immer, wenn ich nach Hause fahre. Und natürlich erwische ich bei letztes Mal bei so einem Heimweg, als ich ins Krankenhaus gefahren habe, strömender Regen. Diesmal habe ich Schnee erwischt. Und wir hatten Schnee, als du uns abgeholt hast. Genau. Ja, und ich bin dann gefahren um 3:30. Und dann bin ich schlafen gegangen, bin um 11 aufgewacht. Und dann habe ich mitbekommen, dass meine Eltern schon im Krankenhaus sind. Ja, die haben mich dann schon am nächsten Tag besucht. Ja. Ich habe noch zu Ende gegessen. Ich sollte dann auch noch auf Toilette gehen. Du darfst jetzt aus dem Kreißsaal raus, wenn du Pipi gemacht hast. Ja. Da war alles in Ordnung. Es hat auch diesmal gar nicht gebrannt. Ich habe ja keine Geburtsverletzung gehabt. Bei so einer hat es ja gebrannt. Da bin ich ja 2. Grades gerissen. Aber dieses Mal alles easy. Connor war auch komplett... Also ich habe das gemerkt, dass er rauskam. Aber ich habe jetzt nicht groß Schmerzen gehabt. Weil sie die ja waren schon ja auch kleiner. Weg gebahnt hat. Die waren ja auch kleiner als Sonja war ja. Ja. Ein Kilo schwerer. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber bei der Einleitung hieß es ja eigentlich, also bei dem Einleitungsgespräch hieß es, dass ich schon eine PDA gelegt bekomme, dass falls was mit dem zweiten Zwilling ist, dass ich dann gleich den Kaiserschnitt bekommen könnte. Aber ich hatte keine PDA-Nadel gelegt bekommen. Also ich hatte ganz normale Spontangeburt, ohne eine PDA. Die hatte ich ja damals bei Sonea bekommen, kurz nach 9 und 9:30 war Sonea da. Also die hat bei mir überhaupt nichts gebracht. Und dieses Mal fand ich es jetzt nicht so unerträglich schlimm, dass ich die PDA gebraucht hätte. Deswegen keine PDA. Ich hatte aber Lachgas. Und ich weiß nicht, ob ich das bei Sonea falsch angewendet habe, aber dieses Mal hat es was gebracht, das Lachgas. Also das hatte ich wirklich eine ganze Weile, bis kurz vor den Presswehen, glaube ich. Und das hat wirklich geholfen, also das war wirklich Gold wert, das Dachgas. Und dann habe ich mich da in das Bett gelegt, was sie mir gerichtet hat. Mhm. Und die zwei sind in ihr eigenes Bett gekommen. Und zur U1 warst du noch da? Da war ich noch da, ja. Genau, das war vorher noch. Ich war nicht komplett da. Ich bin nach Violet, bin ich, glaube ich, gegangen. Mhm. Ja, aber da war alles in Ordnung. Ja. Das Einzige, was für kurzen Aufruhr gesorgt hat, sag ich jetzt mal. Ist Connor sein Leberfleck. Der hat genau hier auf dem Herzen ein Muttermal. Und das war bei Geburt, war das halt das war braun, das war leicht durchsichtig. Ja, das war halt so weißlich wegen der
Ja, die sind ja nicht sauber, wenn sie rauskommen. Und das war so weißlich und haben erstmal Kevin hat so geguckt, die Hebamme hat so geguckt. Aber es ist alles in Ordnung. Ich hatte ja auch auf dem Arm so einen großen Leberfleck, Muttermal. Ja. Das wird das Gleiche sein. Ja, und sonst? Ja, dann wurde ich hochgeschoben ins Zimmer. Ich hatte ja dann ein Deluxe-Zimmer. Eigentlich hatten sie uns ein Familienzimmer angeboten. Ich hatte sogar einen Kühlschrank drin. Aber das, ganz ehrlich, das war zu teuer. Für 100 Euro pro Nacht, das Geld ist billiger als ein Hotel. 150. Okay. 150 pro Nacht. Und ich war ja dann eh alleine. Ich war die erste Nacht alleine, weil sie Zwillinge ein bisschen abschotten wollten, weil es sonst zu viel auch wird für die Mütter, wenn da noch eine andere Mama mit auf dem Zimmer ist. Und dann haben sie mich aber gefragt, wäre es für sie okay, wenn noch jemand mit reinkommt? Sage ich, ja, warum nicht? Weil ich habe es dann kostenlos gekriegt, das Zimmer. Ja, und dann kam noch, zwei Tage noch eine. Genau, kam noch eine Mami rein, die hatte eine, ich weiß nicht, ob sie eine Einleitung hatte, aber sie hat auf jeden Fall am ersten Tag noch kein Kind gehabt, am zweiten Tag hatte sie ein Kind. Einfach, das war so eine easy Geburt eigentlich. Ja. Ich fand es auch schön, dass ich halt den Tag so schön gestalten konnte vorher. Voll dass entspannt. Du warst aufgeregt. Ja. Aber als wir hier dann unsere Serie geguckt haben... Ich war kurz vom Einschlafen dazu gesagt, dass wir könnten eigentlich losfahren. Da ist er richtig runtergekommen. Also als ich ihm dann auch gesagt habe, ich möchte meinem Körper vertrauen, ich möchte es hier machen, da war er dann auch komplett entspannt. Unentspannt wurde es dann wieder, als ich gesagt habe, wir können langsam losfahren. Da war es dann schon wieder ein bisschen unentspannt. Aber das war wirklich eine Geburt, die hätte ich mir so gewünscht. Ja. Also so Neas Geburt habe ich mir so gewünscht und die auch. Ich wollte ja gar keine Einleitung. Ich wäre ja am Dienstag, am 5. eingeleitet worden. Aber ist zum Glück nicht so weit gekommen. Ja, ihr habt euch euren Geburtstag selber ausgesucht. Und anscheinend wollen sie sehr viel kuscheln im Moment. Ja. Weil jetzt sind sie wieder eingeschlafen, gerade als sie im Bettchen lagen, war Tumult. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Hoffe ich auch. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ich auch nicht. Und wir drehen es auch nicht nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao. Ciao.